So, oh Gott, Alter, wo fliegt man denn hier hin? Ich bin dagegen! Ich bin direkt beim Ersten, ich bin direkt beim Vater gegen Ersten! Ah, hallo ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online Action mit Dena! Hallo, mein Lieblings! Und mir natürlich auch. Hallo, wir sind hier immer noch in der Spieleliste hängen geblieben, aber das ist die letzte Folge, garantiert. Sicher? Und wie viele Folgen, wie viele das... Achso, 11 von 13, okay. 11 von 13, das heißt, es wird nicht mehr kommen. Ich habe jetzt leider nur den Adder genommen, weil ich vergessen habe, was zu nehmen. Wir haben hier eine Map, die nennt sich Unendlich Loops oder Infine Loops, also Unendlich Loopings. Wenn man das halt im Deutschen sagen würde. Und Dena, der führt Haus hoch zurzeit, aber das macht übelst viel Spaß. Dir gegenüber. Aber der hinter mir ist gar nicht so weit weg. Ich glaube, 8 Punkte ist genau, genau, genau. Also, ich habe den Vorsprung wieder ausgebaut auf jeden Fall. Genau. Und nächste Folge gibt's eine Challenge, möchte ich schon mal sagen. Genau, ab nächster Folge gibt's wieder normale Challenges, aber jetzt doch, die Spiele ist hier zu Ende. Ich bin mal gespannt, was hier jetzt noch bei rumkommt. Was, weil Infinite Loops, also unendliche Loops, mal schauen. Der hat gesagt First Person View, deswegen probiere ich das jetzt mal. Wirklich? Ja. Nicht muss, aber er hat gesagt, es könnte einfacher sein. Deswegen wie macht man das? Mal. Mit Select. Okay, Alter, was passiert hier? Was ist das für ein Ding? Oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Wow, ich bin einfach rübergesprungen. Achso, soll man auch. So. Okay, also im First-Person-View ist das sehr, sehr schwierig, finde ich. Okay, 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 okay. Alles klar, so. Oh, 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 was? Zur Hölle war das denn? Nein! Man darf gar nicht schnell sein, ne? Nee, ich dachte, man muss... Ich bin reingebrettert, Alter. Bin auch einfach reingebrettert und war voll falsch. Oh, 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 oh. Ah, man darf auch nicht zu langsam sein. Ja, man darf nicht zu viel Kurve geben. Man muss den perfekten Mittelgrad wahrscheinlich finden. Ja, in der Tat. Kurve. LOL! Ich spawne in der Luft! Jetzt hätte ich den halben Looping schon geschafft. Oh, 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 nee! Mist. Oh, falsche Richtung. Aber ich bin Fünfter. Ich bin... Jetzt hätte ich den oberen Looping gekriegt. Nee, Alter, ich glaube, ich muss das ohne diesen First-Person-View, weil da sehe ich einfach gar nicht, wo ich bin. Ja. Muss das so normal machen, Mann. Ah, ich war schon fast durch. Also ich bin, bist du schon auf der Hälfte oder noch ganz unten? Noch ganz unten, glaube ich. Aber ich also ich bin auf der Mitte. Das ist echt nicht leicht hier, ey. Ich hab schon die Hälfte geschafft. Ah, das ist echt nicht leicht. Ich hab mal Respawn gedrückt, weil... Ja, doch, doch, ich war schon bei der Mitte. Ich war schon bei der Mitte, Mann. Ja, genau, die hab ich erst später gemerkt. Ich auch, ja, weil ich so, nachdem du es jetzt gesagt hast. So, okay, mal Respawn. Man muss die Geschwindigkeit halten. Ja, ja. Man muss da halten. Darf nicht zu lange, nicht zu schnell werden. Das ist echt anspruchsvoll, aber ganz cool. Noch hast du schon jemand geschafft? Ich weiß es nicht. Nee. Man muss eigentlich nur noch hier durchkommen, glaube ich. Danach ist schon vorbei. Ah, Mann! Ich versuche jetzt mal, das Gaspedal nicht ganz durchzudrücken. So, aber noch scheint niemand durchgekommen zu sein. Ich glaube, man muss das Gaspedal ganz durchdrücken. Wie machst du das? Nee, ich mach die ganze Zeit so Gas geben, weniger Gas, Gas geben, weniger Gas, Gas geben, weniger Gas, so. Gas geben, weniger Gas. Das ist die Taktik. Ich fail auch immer ganz am Ende. Also ich komm fast komplett rum. Ich komm wirklich fast komplett rum und dann erst. Alter, das ist aber wirklich anspruchsvoll. Ja, ja. Anspruchsvoll ist das. Ich wette, man kann es auch mit ganz Gas schaffen, aber... Oh! Jawohl! Nee! Ich hab's komplett geschafft, aber halt nicht an dem Punkt. Hast du den B-Punkt nicht eingesammelt? Ja, weil ich nicht schnell genug war. Das ist ärgerlich. Also man muss schon schnell sein. Man muss halt schon schnell genug sein, um den Wegpunkt überhaupt am Ende zu bekommen! Ja! Ja! Mann! Ich hab den Wegpunkt bekommen, aber jemand anderes hat es vor mir geschafft! Das ist nicht wahr! Direkt vor mir! Nein, und jetzt kann mich noch jemand überholen, weil ich respawne. Nein, es schafft noch einer! Ich werd nur Dritter! Gas geben oder Dritter! Jena! Hä? Durchdrücken oder Gas tätscheln? Ich hab eigentlich durchgedrückt ungefähr. Alter, weh, jetzt kommt noch einer. Mann! Oh, ich lenke zu viel! Mann, 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 Mann! Oh, Mann! Oh, ich hab das Gefühl. Das ist echt schade für dich, aber ich hab manchmal das Gefühl, ich lerne aus Fehlern nicht. Weißt du? Ich hab halt schon, auf jeden Fall, am Anfang ist noch nicht so viel Gas, aber am Ende musst du auf jeden Fall durchdrücken, so ab der Hälfte ungefähr. Also, ich glaube, die erste aus Kurve darf man nicht durchdrücken. Dass du halt das am Ende überhaupt den Speed hast, so. Ja, und man braucht den Speed nur, um den Bogen rüberzukommen. Ja, du musst den Speed so halten, dass du halt gut durchkommst. Am Ende musst du Vollgas geben, damit du die Geschwindigkeit hast, so.
Okay. Also hier, ich dachte, du bist zu langsam. Tick zu langsam war du, ich gerade. Also du merkst es ja, wenn du innen runterfällst, bist du langsam. Wenn du außen runterfällst. Ja, aber das war nur ganz, am Ende innen runtergefallen, weil ich ein bisschen. Ich hab Angst gehabt. So, also eigentlich halt, du musst mit dem Gas einfach so spielen, dass du in der Mitte bleibst die ganze Zeit. Ja, das war. Ah, da war's am Ende das ist zu mal mein Fehler. Wenn ich dann zu viel Gas gebe, dann lenke ich nicht mehr. Ja, ja, ja. Multitasking, nicht hier. Bist du immer noch Vierter oder? Ich glaube, da sind ganz viele Leute, die sich hier gleichzeitig verändern. Ja, ja, ich sehe das. Oh, der war gut, Oh, nein! Der hat jemanden Schubs gegeben oder irgendwas? Nein, du bist einfach so runtergefallen. Es geht gar nicht mit Schubs. Aber irgendwas hat mich weggezogen. Ja, du bist mein auf den so verdreht. Ja, du bist mit dem Reifen, hast dich verhakt. Ah. Du bist zu weit runter gewesen. Oh. Lol. Hört sich an wie eine Holzachterbahn. Das gibt's auch nicht, ja. Aber die Spiel, wir machen die Spielliste heute auf jeden Fall zu Ende. Ja, danach kommen ja nur noch zwei. So weit ist er ja gar nicht mehr. Oh Leute, was mach ich da? Das war sehr merkwürdig, Kev. Boom. Sehr, sehr merkwürdig. Aber ich schaue dir die ganze Zeit zu. Es ist ein sehr erleichterndes Gefühl, weil ich weiß, ich hab's ja schon geschafft. Oh, und der eine hat es, glaube ich, gerade geschafft, der Weiße. Doch, komm, oh! Und dann ist das Spiel gleich vorbei, weil wenn es der Weiße geschafft hat. Ich schaffe ihn. Ich mach jetzt hier. First person. Ja? Weh, dieser Tipp hilft nicht. One try. Los geht's. Hab nur einen Versuch. Wir sind auf jeden Fall genug im Ziel. Ich glaube, jeden Moment. Ja, das Rennen ist 15 Sekunden zu Ende, Kev. Alter, man sieht überhaupt nichts, Dena. First Person View. So. Oh. Hey! Das ging sogar. Ja, ich bin nicht mit First Person View gefahren. Aber das ging sogar. Ich war fast am Ende, glaube ich zumindest. Keine Ahnung. Oh. Dritter immerhin geworden. Mann, ich hätte echt Erster sein können. Das war super, super schade. Das ist nicht. Also, das ist wirklich. Also, anspruchsvoll ist es auf jeden Fall. Mir kann keiner erzählen, dass das leicht ist. Und ein bisschen, ein Quäntchen Glück gehört auch immer noch ein bisschen mit dazu, finde ich. Und ich verliere die ganze Zeit so viel Geld, weil ich es immer wette. Schon wieder 2500 verloren durch die Wette. Meine Bändchen, die tun mir weh. Aua. Ach, ich habe so viele Bändchen gesammelt. Drück den Daumen nach oben, Kev. Oder den Daumen runter, je nachdem, was du meinst. Ja, Sekunde, ich habe nur kurz. Jetzt ist es Arm spät. Gestorben ist. Ich habe gedrückt gehabt. Daumen nach oben. Ich hab den Daumen nach oben gegeben. Du hast ihn auch umgegeben, super. Alter, guck mal, wie viel Vorsprung ich habe jetzt schon. 15 plus 13. Dena gewinnt sicher. Weil der hat zweimal keinen Punkt gemacht, der Superhero. Auch wenn er jetzt zweimal Erster wird, kriegt er nur 30 Punkte. Das heißt, er wird auf 117 landen. Sie hat schon insgesamt gewonnen? Du musst nur noch 3 Punkte machen, dann hast du 100%ig gewonnen. Das heißt, okay. Einfach nur abschließen, dann hast du gewonnen. Perfekt. Wobei, das ist nicht immer einfach. Starte, komm. Jobs. Okay. Du kannst ja gleich lesen bei der Charakterauswahl, deswegen. Okay. Dann ist das ja hier verschwendete Zeit. Mit Ultra Rams. Man soll auf jeden Fall den Adder nehmen. Und do not use Turismo. Hold Handbrake to steer in Mid-Air, okay. Was ist denn nochmal Handbremse? Holds Handbrake to steer in Middle Air. Was ist eine Handbremse? Ich glaube A oder B. Wirklich? Ja, ich glaube A. Und damit kann man wohl in der Luft steuern. Anscheinend. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist. Vielleicht ist das genau wieder so ein Tipp, dass man Looping machen soll und dann einfach aus der Map fliegt. Naja, die Tipps waren bisher eigentlich alle immer gut. Also, die waren schon, haben halt ihren Sinn gemacht, sage ich mal so. So, okay, los geht's. Ja, ja, auf A, ich hab's ausprobiert. Auf A ist es. Alles klar. A musst du drücken. Ich hab auch gerade A gedrückt. Ja. Okay, so. Wir müssen erstmal aus dem First Person View raus. Und zack. Wohin muss man kommen? Ja, weiß auch nicht. Hier war das auch über die Autobahn rüber. Und dann von der Autobahn runter. Du landest einfach irgendwo auf der Autobahn und fährst dann runter. Das ist eigentlich easy. Ich bin Erster. Alles klar. Oh, scheiße. Ich fahre noch gegen die Absperrung. Ich depp. Und ich war Vierter. Jetzt bin ich Achter. Okay, das mit der Steuerung funktioniert echt. Aber die übertreibt dann mal richtig die Steuerung. Jetzt bin ich kacke gelandet. Aber die anderen sind explodiert teilweise. Los, komm. Scheiße. Ha? Bin ich gestorben. Obwohl ich auf dem Rücken auf dem. Mann, ich bin auf dem Rücken landet, bin ich gestorben. Kacke eigentlich. Ich dachte zuerst Glück, aber war eigentlich kacke. Weil es so lange gedauert hat. Aber jetzt weiter geht's. Nee. Immer schön nach hinten drücken, ne? Kacke. Nein, ich wollte nicht von der Brücke hier wollen. Oh, Glück gehabt, nicht von der Brücke gefallen zu sein. Bin nur noch Fünfter. Du bist vor mir. Kacke, kacke, kacke. Bei mir war es gerade richtig gut und jetzt bin ich wieder voll weit zurückgefallen. So. Einer ist gegen. Du überholst. Ach so, weil ich das ganze Gas nicht durchdrücke, ich Trottel. So. Drückst du irgendwas nach unten oder so, damit du besser einen Grab kriegst oder so? Nö. So. Und zack! Oh, 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 was für ein fetter Jump, Alter! Oh, aber du könntest explodieren, nicht explodiert!
bin vom Haus ausgekommen? Ha? Ich bin auf der Straße. Du bist übers Haus gefahren, ne? Ja. Lol, ich bin direkt hinter dir. Ich bin Zweiter, aber nur der Erste ist schon voll weit weg. Scheiße. Ich bin Dritter. Ich bin direkt hinter dir. So. Da vorne ist der nächste Jump und okay. Ja. Also jetzt hat man es so langsam ein bisschen raus, ne? Ja. Okay, so, weiter geht's. Oh, okay, du bist vor mir gelandet. Junge, wie heftig geil bin ich denn gelandet? Ja, wie bist, wie bist du denn so weit gesprungen? Viel weiter als ich. Das Ding ist, ich drücke nicht nach hinten durch. So, oh Gott, Alter, wo fliegt man denn hier hin? Ich bin dagegen. Ich bin direkt beim Ersten, ich bin direkt beim Pfeiler gegen den Ersten. Nee. Ich bin gegen den Pfeiler gefahren, fuck it. Oh nein. Oh nee, ich hatte den Ersten schon fast, ich hatte den Ersten fast. Nein, ich will Erster werden, verdammte Scheiße. Die Auffahrt muss mit Handbremse machen, das ist dann viel chilliger für diese Engkurven. Oh Scheiße, da hätte ich einfach nur die Straße lang fahren können. Wo gehst du denn lang? Und ich trottet bin. Nein, 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 nein. Kacke, oh, fuck Alter. Den, jetzt bin ich Fünfter. Mann. Ist klar, dass wir gerade auf dem Platz oder im Kampf gegen Zweiten hatten. Und jetzt bin ich so weit. Ich bin nur noch Dritter, weil ich so einen billigen Jump nicht gepackt habe. So, wo ist jetzt weiter hinterhin? Okay, 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 aber den Zweiten habe ich direkt vor mir. Komm schon. Oh, nee, nee, nee. Komm schon, komm schon, komm schon. Na, komm schon, dann respawn doch wenigstens. Oh, kacke. Nein, der Zweite ist schon im Zielweg. Ich werde nicht mal mehr Dritter. Oh, komm. Oh, Mann. Oh, kacke. Ich wollte doch. Nein! Er macht hier ein Looping. Fuck off, fuck it, fuck it. Nein, explodiert. Mann, ich hätte Vierter werden können. Dritter. Eieieiei. Oh Mann. Oh, jetzt werde ich Fünfter. Das ist doch kacke. Ach, das war echt schade. Aber auch ein lustiges Rennen, aber. Echt gut gemacht. Also. Ja. Das Ding ist, man merkt halt, in jedem Rennen ist wirklich viel. Oh, jetzt bin ich Sechster. Scheiße. Ich war doch so gut. Guck mal, wir waren doch gleich auf. Naja. Und dann hast du irgendwelchen Fehler gemacht. Jetzt springst du auch, das ist der letzte Sprung, wenn du schnell genug bist. Nee, also ich habe ja schon, bin gesprungen richtig, aber Sechster wird nichts mehr. Oh, aber geile Maps, Alter. Geilomatico. Was war mein Pullover? Geilomatico. Geilomatico, ja, ist da, wo wir uns auch im Bild. Ach so. Ein Name ist, glaube ich, noch. Ich glaube, es kommt schon das letzte Leuten Rennen für die Spielliste. Was ich auch sagen wollte, manche Leute haben bestimmt schon in die Kommentare geschrieben, ich habe mir auf der Gamescom ein Dia-Schwert gekauft. Und das steht jetzt hier auf meinem Sofa. Hinter mir. Immer zur Hand, falls ein Creeper kommt. Immer. Perfekt, Kev. Immer. Super. Oh Mann. Letztes Spiel der Megaspielliste. Wir sind jetzt schon seit fast 2,5 Stunden am Gange. Und spielen hier eine Spieleliste, für Leute. Welchen Platz bist Halbe du? Stunde durchgängig Spaß am Arsch, sag ich ja, nur. Das reicht nicht sogar. Wir wollten um 12 Uhr wollten wir anfangen mit der Aufnahme. Wir haben jetzt gleich 13 Uhr. Wir haben halt davor auch noch viel gelabert. Dann wurde zwischendurch was ein Möbelstück für mich geliefert. Dann haben wir noch Aufnahmepause. Mein Bruder ist ja noch hier. Da habe ich noch meinen Schlüssel gegeben und den musste ich erstmal suchen. Aber trotzdem, 3 Stunden sind wir jetzt schon eigentlich hier am Sitzen. Das ist schon heftig. Verrückter Scheiß ist das. Aber das Schöne ist, wir sind schön für den Urlaub vorangekommen. Wir werden es leider nicht ganz schaffen für die ganze Longboard-Tour fordert, außerdem so bis zum 20. circa. Und wie lange geht die Tour ungefähr bis Ende des Monats? Die Tour ist eigentlich angesetzt für ungefähr 4 Wochen, also für den ganzen September. Könnte aber auch kürzer oder länger sein. Ja, das heißt, entweder Dena kommt früher zurück, dann haben wir wieder Folgen, weil ich bin dann ja schon am, ich bin ja schon dann da. Oder wir machen das so, dass, oh cool, dass dann einfach Pause ist dann halt immer nochmal. Ja genau, oder 10 Tage Pause, ja kein Problem. Ich fahr erstmal mit dem Centorno. Ich auch. Der hat halt ein bisschen bessere Beschleunigung und bessere Traktion, das ist eigentlich besser. Der hat irgendwie alles genau wie der Adda, nur besser. Ja, eine Geschwindigkeit ist ein bisschen weniger. Aber trotzdem finde ich besser halt dann den Centorno. Ich hol mal den, die ganzen Spieler Pegasi an. Den Centorno, der sieht auch cool aus. Komm, Dena, ich vertraue dir. Hä? Ich vertraue dir, Dena. Mhm. Ich vertraue dir. Ich habe 2500 auf dich gesetzt. Ja, das ist super, Kev. Ich habe auch auf mich gesetzt. 2500 auf dich gesetzt. Ja gut, aber dann, glaube ich, kommt die Wette nicht zustande, leider. Doch, einer hat noch 100 gemacht. Ja, aber das kommt dann ja trotzdem nicht zustande. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil da muss man halt gegeneinander wetten, ja. 100 Stairs to Athen. 100 Stairs to Athen. Ja. Das letzte Rennen, Alter. Aufregung pur. Der Wagen sieht von hinten auch echt fett aus. Ja, sieht echt gut aus. Und go. So. Eigentlich habe ich eine bessere Beschleunigung als der vor mir und ich habe Windschatten, also müsst ihr eigentlich locker vorbeiziehen können, jawohl. Aber ich, ach so, das ist ein normales Win! Anscheinend, ja. Ich glaube, vielleicht gibt es auch noch irgendwas anderes hier. Der hat geschrieben in der Beschreibung, hoffentlich ist es nicht zu schwer. Weißt du, was das Komplizierte hieran ist? Dass du nicht weißt, wo du hin musst die ganze Zeit. Ja! Weil er einfach direkt vor dir kommt. Na klar!
Was? Das ist halt nur nicht Punkt zu Punkt. Oh Mann! Ich war oben und bin daneben vorbeigesprungen! Ich hätte da oben hin. Weil ich da oben hin will muss. Oh nein, das ist wieder das Rennen, Dena. Ha? Das ist wieder das Ding, wo man nacheinander muss. Wie muss man, wo man nacheinander muss? Kacke, hast du diese Stairs to Heaven nicht gesehen? Nee. Das war doch wie Stairs to Heaven. Ja, aber nur kurz. Weil ja, ja, nur kurz. Versuch geschafft. Hast geschafft, oh ja, Mann. Beim ersten Versuch haben wir fast alle geschafft. Ich war auch fast oben. Nee, gar nicht alle, hier sind noch vier, fünf Leute am Machen. Ich bin am Ziel! Was? Wie schnell war das denn? Und ich verkacke wieder bei dem Oberhuber. Kacke, Alter. Aber man spawnt ja auch scheiße. Man spawnt hier mal neben den Treppen. Das heißt, man muss mal erstmal so ein bisschen zurücksetzen. Naja. Lol, jetzt schon 30 Sekunden. Mann, Alter, das ging aber super schnell. Okay, vorbei. Jetzt habe ich es geschafft hier, aber ich glaube, in 16 Sekunden wird das schwierig, oder? Ja, na, das kannst du schaffen. Wenn du perfekt fährst, kannst du es schaffen. Hier, jetzt ist es hier schon das Ziel. Aber du bist wahrscheinlich eh letzter. Ja! Aber ich wenigstens geschafft. We are the champions, my friend. Wir haben wieder richtig gut Geld verloren. Alter, die riesigste Spieleliste. Die Wette wurde auf diesem Planeten geschafft. Die war richtig heftig, Alter. 13 Dinger. Ihr könnt es ja mal schreiben, ob wir irgendwann. Jetzt machen wir erstmal normale Challenges. Da haben wir auch schon sehr coole Impetto, die ihr uns in die Kommentare geschrieben habt. Ihr könnt es ja mal schreiben, ob wir aber, wenn wir ein paar Challenges gemacht haben, dann irgendwann auch mal wieder eine Spielliste machen sollen, die so lang ist. Schreibt es aber mal rein in die Kommentare oder drückt genau oben, wenn es euch gefallen hat. Jetzt kommen aber erstmal Challenges. Wir versuchen das alles immer ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Ich habe die auf jeden Fall gewonnen mit 135 Punkten. Haus hoch, Applaus, hat er doch. Komm in die Kommentare. Und das, obwohl ich der schlechteste von allen hier bin. Ich habe nur 35 Levels. Kev hat 40, alle anderen haben viel mehr. Da Hashtag Dena for President. Dena for President, jetzt Dena King for President Dena. Hat gewonnen. Ich bin ja schon King, ich muss nicht mehr President werden, also läuft schon bei mir. Ich fand es auf jeden Fall super witzig, ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Und wenn ihr dann drückt, drückt den Daumen nach oben. Das war's für heute, die nächste Folge kommt in 3 Tagen wahrscheinlich. Und auch bei Kev vorbei, Link zu ihm ist in der Beschreibung. Wir nehmen beide alles auf. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao. Bleibt geil, Leute, macht's gut, ciao, ciao.